Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Lele Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern und wir haben es uns ja zum Vorsatz gemacht, über die Wahlprogramme jetzt zur Bundestagswahl, ich wollte Bundestagspartei sagen, nein, zur Bundestagswahl, der zurzeit im Bundestag vertretenen Parteien ein bisschen genaueres im Hinblick auf Kita, Krippe, meinetwegen auch noch auf die Grundschule, auf die Ganztagsbetreuung zu werfen. Und da haben wir diesmal uns die AfD herausgepickt. Und die hat in ihrem Programm nicht so viel diesbezüglich zu sagen, aber das, was sie zu sagen hat, das war, ja, da sollte man doch nochmal ganz genau hinhören. Nämlich, Frau Kollegin? Also erstmal, wahrscheinlich haben Sie nicht sonderlich viel drin, weil Sie vorher im Bereich Familien noch sagen, dass Sie Eltern, die ihre Kleinkinder selbst betreuen, mehr unterstützen wollen. Denn wenn man die Kinder in die Fremdbetreuung gibt, dann ist das mit Entwicklungsrisiken verbunden. Gerade bei Kindern unter 3 Jahren. Entsprechend, klar, dann kommt natürlich für den Kita-Bereich etwas weniger bei rum. Aber es sind einige Punkte trotzdem drin. Insbesondere sollen also Kinder frei von Indoktrination aufwachsen, bis sie denn selbst gefestigt und alt genug sind, um sich den Problemen der Welt zu stellen. Also sämtliche Ideologien haben in der Kita nicht zu suchen, so weit, so gut. Was haben wir dann noch? Insbesondere politische Ideologien, wie zum Beispiel Genderwahn und Klimahysterie, werden den Kindern heute schon im Vorschulalter näher gebracht. Und das soll also gefälligst sein gelassen werden, heißt es so. Heißt also, die AfD fordert, Kitas und Schulen von Angst und Hysterie freizuhalten. Das ist der erste Punkt. Also Sie gehen im Kapitel Familie schon mal mit einer negativen Sichtweise auf das ganze, auf das ganze Themenfeld frühkindliche Bildung los. Und dann wird auch gleich im Rahmen der frühkindlichen Bildung gesagt, wie es denn bitteschön dann im Fall einer Wahl der AfD zukünftig zu laufen habe. Nämlich, ja, wie im Einzelnen, da gibt es nämlich noch etwas, Frau Kollegin. Ja, es geht dann noch weiter, dass man bitte die Frühsexualisierung im Sinne diverser Geschlechterrollen auch sein lässt. Denn die Sexualpädagogik der Vielfalt versucht, Kinder in Bezug auf ihre sexuelle Identität zu verunsichern und Geschlechterrollen aufzulösen. Und wie wir ja alle wissen, es gibt nur 2 Geschlechter, nämlich weiblich und männlich, sagt jedenfalls die AfD. Moment. Steht so im Wahlprogramm. Ja. Steile Thesen. Die wissenschaftlich, ich meine, das eine kann ja, ne, ist vielleicht Wunschdenken und das andere wäre mal wissenschaftlich zu überprüfen. Aber gut, letztendlich würde das bedeuten, dass in sehr vielen Kitas in Deutschland es etwas kompliziert wird, irgendwie damit klarzukommen, wenn es nur Mama und Mama gibt oder nur Papa und Papa als Tatsache. Und insofern wissen wir nicht so ganz, wie weit das mit der Lebensrealität irgendwie in Einklang zu bringen ist. Aber hören wir mal weiter. Mit diesem ganzen Gegendere jedenfalls oder mit dieser seltsamen Sexualpädagogik der Vielfalt sorgt man dafür, dass Kinder massiv in ihrer Entwicklung gestört werden. Und deswegen darf das natürlich nicht sein. Weiter geht's damit, dass in Kindergärten Deutsch gesprochen werden muss und darauf Erzieher, Träger und Behörden aktiv hinwirken müssen. Liebe Erzieher, Erzieherinnen, jetzt gendere ich mal absichtlich ganz viel, und Erzieherinnen und alles Mögliche, was sonst wie sich entsprechend vom Selbstgefühl irgendwie bezeichnen mag. Das würde bedeuten, die bilingualen Kitas hätten ab sofort dann entsprechend bei einer solchen Wahl ein ganz großes Problem, weil sie im Rahmen ihres dann anscheinend sehr eingeschränkten Bildungsauftrages gemäß den Vorstellungen der AfD eben bilingual gar nicht mehr so richtig, sich aufstellen dürften. So, und letztes, wie auch immer, um Familie und Beruf doch besser vereinbaren zu können, dann im Ü3-Bereich, wollen sie verstärkt Betriebskindergärten fördern. Weil Reduktion von Fahrtwegen, Vereinfachung von Abstimmungen familiärer und beruflicher Verpflichtungen. Gut. Jetzt wisst ihr Bescheid. Bis dahin. Ciao. Tschüss.